Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Part Nummer 4 zu The Legend of Zelda. Ja, Breath of the Wild im Master-Modus auf der Nintendo Switch natürlich wieder. Wir sind im letzten Part ja gestern sogar hier angekommen. Bei Impa, die Weise, die müssen wir jetzt eigentlich als nächstes in Angriff nehmen. Das heißt, die Ak ja, Mission ist auch aktiv. Ich würde sagen, diese Mission machen wir auch direkt. Das heißt, wir springen direkt vom Turm der Zwillingsberge einmal runter. Ach stimmt, wir haben jetzt auch diesen Shika-Sensor bekommen für die Schreine. Das heißt, wenn Schreine in der Nähe sind, ja, hören wir die natürlich direkt. Also, dann piept das so auf und so, ne? Ich würde sagen, wir rennen direkt Richtung Kakariko, weil das dann die nächste Hauptaufgabe. Wenn ich mal kurz auf die Karte schaue, aktuelle Position ist hier, genau, bei den Zwillingsbergen. Müssen wir ganz hinten rum eigentlich, ne? Auch krass, wir haben hier so viel zu erkunden und sind gerade mal ganz, ganz frisch hier im Master-Modus, ganz am Anfang eigentlich immer noch. Ja, Ember die Weiße, wie gesagt, ist ja die nächste Aufgabe, das heißt, los geht's. Wenn wir auf dem Weg natürlich ein paar Crocs oder Schreine sehen, könnte man die natürlich auch gern mit in Angriff nehmen und so. Und wir haben auch jetzt endlich 4 Herzen, was eigentlich so immer noch recht wenig ist, würde ich sagen, oder? Soll ich am besten, ich würde sagen, ich kletter hier am besten den Berg hoch, wenn wir es schaffen. Schauen wir mal. Ausdauer haben wir leider im Moment sehr wenig. Aber je mehr Schreine wir natürlich machen, desto mehr Zeichen der Bewährung kriegen wir auch. Müsste man schauen, dass man dann demnächst erstmal natürlich die Herzen hoch macht. Und die Ausdauer dann auch mal schauen, dass man die ein bisschen höher kriegt. Aber Herzen sind im Master-Modus eigentlich, würde ich sagen, ganz wichtig, oder? Aha. Ich glaube, wir kommen gerade so hoch. Ja, springen wir hoch und geschafft, okay. Gerade noch so. Jetzt sind wir hier irgendwie an der Ecke. Müssen wir noch weiter klettern. Und ich sehe gerade, hier sind die ersten Erze irgendwie noch. Kann man die mit dem Hammer machen? Ja. Das heißt, hier haben wir das Rhodonit. Und Bernstein auch nochmal. Und sogar Fragezeichen. Unser erster Feuerstein sogar hier. Plus Steinsalz. Auch später wichtig fürs Kochen und so, ne? Ja, ich bin mal gespannt mit Kakariko. Bei mir ist das 6 Jahre her, wo ich das Game gezockt habe, wie ihr wisst, in den letzten Parts und so. Und bis Tears of the Kingdom kommt, die Erinnerung aufzufrischen. Ich würde sagen, das passt auf jeden Fall. Ich denke mal, bis dahin haben wir die Story auch so einigermaßen durch. Und dann geht es natürlich mit Tears of the Kingdom im Mai auf jeden Fall weiter. Aha. Ausdauer wieder sehr knapp hier. Ich würde sagen, ich springe. Gerade so geschafft, okay. Dann kommen die Schleime hier natürlich noch, okay. Moment, wenn ich nochmal auf die Karte schaue, das geht ganz schön weit hoch noch, ne? Ich glaube, wir müssen noch weiter klettern. Ja, klettern wir hier am besten. Ah, das war jetzt nicht gut mit der Ausdauer. Ich würde sagen, einmal so. Und wieder hoffen, dass wir hochkommen. Ja, an das Dorf Kakariko erinnere ich mich auch gar nicht mehr so richtig. Ich würde sagen, das hat was mit dem Let's Play im Master-Modus. So, hier können wir eigentlich direkt hoch. Ah, och nö. Kann nicht sein. Direkt ein Wächter hier. Nicht wahr. Und er trifft mich. Ist nicht wahr. So, mein erstes Mal Game Over hier in diesem Part. Erneut versuchen natürlich auf jeden Fall. Wo ist letzter Zwischenspeicher, werden wir gleich sehen. Super. Mega hart. Da kann nicht sein, oder? Direkt oben, wir kommen an. Direkt Wächter. Frage wäre, wo rennen wir rum? Also man könnte natürlich hier den Weg folgen. Und dann so rum eigentlich. Wäre eigentlich sinnvoller, oder? Statt da die Berge hochzuklettern. Da ist ja der Wächter. Gab es hier nicht auch irgendwo so einen Pferdestall? Ich weiß nicht, ob das hier in dem Gebiet war. Ja, sonst gehen wir hier runter folgenden Weg. Da machen wir so, dann folgen wir dort dem Weg, würde ich sagen. Gehen wir diesmal in eine andere Richtung.
Und hier ist irgendwo ein Schrein in der Nähe. Okay. Das war's, schreibt Sebastian gerade im Live-Chat. Ja, schön, dass du reinschaust und dabei bist, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall hart. Ich würde sagen, hier im Master-Modus. Das wird noch hart, auf jeden Fall allgemein, das LP. Irgendwo hier ist ein Schrein, ne? Der Schicker-Sensor. Ist auf jeden Fall am Piepen. Ah, da sehe ich gerade. Oh, nice. Ich würde sagen, den machen wir mit, ne? Also alles, was am Weg liegt, nur die Gegner und so. Muss man mal schauen. Fressen. Ah, da haben wir nicht so viel Ausdauer, ne? Oha. Ich wollte gerade sagen, am besten so rüber, aber... Schneller schwimmen mit X, Anna. Schauen wir mal, ob wir es rüber schaffen. Ja, gerade so, okay. Können wir eigentlich sogar hier oben hoch. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann die Wege. Wäre eigentlich besser, wenn man die Wege nimmt, oder? Der Ridahi-Schrein wäre das. Okay. Ja, unser erster Schrein in diesem Part. Schauen wir direkt rein, würde ich sagen. Da haben wir auch wieder, wenn wir den haben, auf jeden Fall zwei Zeichen der Bewährung wieder. Zwei weitere, dann könnte man sogar ein fünftes Herz holen. Oder halt die Ausdauer, damit ich es auch hoch machen. Ich würde aber sagen, als erstes schaue ich, glaube ich, dass ich erstmal die Herzen erhöhe und so. Der Bockblind, als Allesfresser ernähren sie sich nicht nur von Fleisch, Ja, krass, somit erster Schrein in diesem Part. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ridahi. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Im Takt heißt die Aufgabe, okay. Muss natürlich erstmal schauen. Also hier ist ein Schalter. Und dann kommt die Kugel darunter, okay. Ah, okay, das heißt, hier müssen wir dann mit den Kugeln anscheinend im Schrein arbeiten. Ich denke mal, erstmal da unten die Kugel gleich mitnehmen. Müsste eigentlich klappen, oder? Ja, können wir hochheben, okay. Hier wäre auch wieder Schalter, schauen wir mal. Ah, okay, da müsste man, glaube ich, so dann direkt wieder runter, ja. Tatsache. So dann da runterrollen. Und direkt drin. Das wäre dann die Plattform, aber hier oben, was wäre hier noch? Aber die Kugel brauche ich gar nicht noch. Lass sie einfach mal hier liegen erstmal. Oder soll ich die lieber mitnehmen? Ich glaube, ich nehme sie erstmal mit. Ja, zur Sicherheit. Weißt du denn, ob ich sie doch noch brauche? Also einmal rüber. Okay, ich sehe noch Sebastian, schreibt noch, bin schon gespannt auf das neue Mario. Wie, welches neue Mario meinst du? Oder neues angekündigt? Also hier ist so die Plattform, wo die Kugel runterrollt, ne? Moment, ich... Ich würde sagen, erst auf den Schalter hier. Schauen wir mal. Und da rollt die dann so. Ah, okay. Und dann einmal runter und direkt rüber gekriegt. Okay. Ja, hier wäre jetzt nichts. Ich glaube, die Kugel brauche ich gar nicht. Aber ich schaue natürlich trotzdem in jede Ecke. Wegen Truhen und so. Das müssen wir nicht aktivieren, das heißt, wir können direkt eigentlich rüber, ne? Ah,
okay, da oben sehe ich gerade, hier wäre auf jeden Fall eine Truhe. Frage wäre, wie kommt man da ran? Magnetismus geht hier nicht. Oder rüberspringen. Das wird natürlich, glaube ich, gehen. Schauen wir mal. Hä? Wie kommt man da besser ran an die Truhe? Ich würde die schon gern mitnehmen, wenn wir hier schon sind an der Stelle. Sebastian schrieb noch, ja, soll in der nächsten Direct kommen. Echt? Ja, da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, wenn da was gezeigt wird zu einem neuen Mario. Also Mario hätte ich auch richtig, richtig Bock drauf. Auch gerne Odyssey 2 wäre natürlich auch mega cool. Odyssey war auch eigentlich sehr cool gemacht, so. Ja, stimmt, also ja, also soll auf jeden Fall Mario angekündigt werden, irgendwann in der nächsten, eines der nächsten Directs und so. Frage ist gerade, wie kriege ich die Truhe? Oh. So rüber geht er nicht. Oder muss ich hier irgendein anderes Modul nehmen? Also die anderen? Ne, was sollte man hier dann machen? Eis könnte man höchstens im Wasser machen. Bombe will das auch nichts bringen. Oder ist hier irgendwas noch versteckt an den Ecken? Und ja, wird Zeit, schreibt Sebastian. Ja, also neues Mario auf jeden Fall. Ich sehe gerade, hier unten ist noch was, ne? Da könnte man noch rumlaufen, da stehen zumindest noch Fässer. Zu ihm da oben möchte ich eigentlich noch nicht hin. Schau mal kurz hier runter. Hier werden auf jeden Fall Fässer, man kann da wieder hochklettern, okay. Kann man vielleicht die Fässer, man könnte die ja so... Müssen wir die mitnehmen? Die Truhe hätte ich natürlich, wie gesagt, schon ganz gerne. Da ist bestimmt wieder irgendwas Schönes drin. Hier könnte man höchstens hochklettern. Die Fässer von unten holen irgendwie. Das wäre natürlich die Frage. Wenn ich die jetzt hier so hinstelle, da draufstehe. Dann kann man nur hochheben. Kann man die irgendwie stapeln und dann da drauf gehen? Ah, nein. Och nö. Ja, Frage ist, wie kriege ich die Truhe da? Super. Jetzt falle ich sogar noch runter. Oder ich lasse sie weg. Aber da ist am meisten eine Waffe drin oder halt irgendwas Wertvolles, ne? So könnte man da nicht rüber. Keine Ahnung, wie man die hier kriegen soll. Das ist sehr ärgerlich. Obwohl ich sie gerne zu 100% gern hätte. Aber was haben die Fässer dann zu sagen? Das eine ist jetzt sogar ganz weg. Hinter ihm ist auch nichts versteckt, nur. Ich könnte den Dungeon bzw. hier den Schrein natürlich abschließen, aber die wunderschöne Kiste. Ich glaube, ich versuche es nochmal so von hier. So, wenn ich schon hier bin. Schauen wir mal. Kann man... Ach so, Moment. Kann man das vielleicht so dahinter machen? Dann einmal so rüberziehen. Ne, kann man nicht bewegen. Super. Ärgerlich. Oder hier so drauf. Müsste man versuchen. Also eigentlich anders kann ich es mir nicht erklären. Ich glaube ja. Wenn wir jetzt hier so stehen. Super. Also hier so an der Ecke. Und dann irgendwie da hoch, kann das sein. Könnte natürlich klappen eigentlich, oder? Wenn das gleich nicht klappt, würde ich sonst den Schrein erstmal beenden. Also so kommt man da auch nicht richtig hoch.
Oh. Keine Ahnung, wie das gemeint ist mit den Fässern auch, um da hochzukommen. Wir haben übrigens nur ein Herz. Oder muss man irgendwie von der anderen Seite rüberspringen? Ne, da wäre auch nichts. Also irgendeine. Wäre so schau nichts, wo man höher stehen könnte. Die Fässer sind übrigens jetzt ganz weg. Na, hier ist das eine, steht hier noch, super. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, also ich würde sagen, ich beende sonst den Schrei, dann muss ich die Truhe halt da stehen lassen. Aber trotzdem eigentlich ärgerlich. Und hier wird man jetzt auch nicht höher kommen, ne? Also keine Plattform, wo ich höher oben stehe, oder? Ne, dann würde ich sagen, beende ich den Schreiben. Trotzdem schade mit der Truhe. Nutzt nix. Ich habe keine Ahnung, wie ich die kriegen soll. Deswegen, ja, schließen wir den Schrein einmal ab. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ja, somit, wie gesagt, haben wir zumindest wieder zwei Stück. Zwei weitere, dann könnte man einen weiteren Herzcontainer holen. Was natürlich sehr gut wäre, ne? Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Das haben wir natürlich eigentlich. Ja, die Truhe nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Da ist höchstens irgendein Erz drin oder halt eine Waffe, ne? Trotzdem schade, hätte ich natürlich gern mitgenommen. Sind manchmal sehr nützliche Sachen drin. Aber Schrein somit, wie gesagt, abgeschlossen im Takt. Dann können wir eigentlich den Weg direkt weiterlaufen hier. Krass, an die ganzen Orte hier so. Ich glaube ja, die meisten Regionen, da bin ich zwar mal so lang gerannt damals, aber alles zu 100% erkunden ist schwierig, ne? Da so alles so riesig ist. Das heißt, alles kenne ich nicht. Genauso wie Crocs hatte ich auch noch irgendwas mit über 500 irgendwie. Von 900. Hier ist schon wieder der Sensor am Piepen. Hier sind noch ein paar Steine. Oh. Könnte ich sogar mitnehmen. Frage wäre, wofür ist der Stein? Kann man natürlich so durch die Welt mitschleppen eigentlich. Wenn man es unbedingt möchte. Hier haben wir übrigens was Neues. Wurfspeer. Eine besondere effiziente Wurfwaffe. Okay. Aber Tasche ist voll. Und ich sehe gerade, da ist sogar so ein Bocklin-Lager wieder gefährlich. Was schmeiße ich weg? Eigentlich nichts. Lösen Sie hier das Ding. Schmeißen wir das mal weg. Haben wir zumindest so einen Wurfspeer. Ja, kochen könnte man hier. Und hier ist noch eine Fragezeichen. Eine Bocklanze. Ein dicker Ast mit angespitztem Ende. Nicht mehr. Bocklins benutzen ihn, um Fleisch oder Fisch über dem Feuer zu rösten. Auch nice. Ich würde sagen, die Bocklins lassen sie lieber in Ruhe, oder? Ich glaube, die killen mich. Hier im Master-Modus auf jeden Fall mit 4 Herzen. Rennen wir einfach schnell durch. Die Kiste kann man sich immer noch holen. Ja, war krass. Direkt 1,5 Herzen weg bei einem Schlag. Das ist hart. Du hast gesagt, das ist mega hart. Geht mal gar nicht. Ja, deswegen müssen wir unbedingt erst mehr Herzen haben. Weil die Gegner so hart sind hier im Master-Modus. Und auch diese Plattform hier, die gibt es ja auch, glaube ich, nur im Master-Modus. Die mit den Ballons da, ne? Ja, hier ist übrigens der Weg, den ich auf jeden Fall einmal folgen wollte. Aber ich sehe gerade, ist das hier die Stelle sogar? Schauen wir mal.
Also hier ist auf jeden Fall Gebäude. Ich glaube ja, das ist der Stall der Zwillingsberge, sehr geil. Mega cool, würde ich jetzt sagen. Unsicher, wo es lang geht, sagt er noch hier. Ja, schnacken wir mal kurz. Willkommen beim Stall der Zwillingsberge, schön hier, oder? Man ahnt es nicht mehr, aber die Verheerung hat diese Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt. Und mit ihnen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs? Kakariko und Hateno liegen beide in der Nähe. Wildpferde? Fragezeichen. Ja, schauen wir erstmal, was er noch zu Wildpferde zu sagen hat. Hast du auf dem Weg hier keine Pferde gesehen? Ja, aber im Moment nicht, ne? Es sind zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet sich ja eigentlich überall. Wildpferde sind wilde Tiere, die in Freiheit leben und niemandem gehören. Wenn du eines davon fängst, dann kann mein Bruder Tassaren es ganz offiziell als dein Pferd ins Register eintragen. War lange her bei mir, wie gesagt, 6 Jahre alles so. Muss man schauen. Meine beiden Buben können dir mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt. Sie verbringen schließlich den ganzen Tag mit unseren Pferden. Ja, habe ich keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, wie man die wirklich fängt. Bin mal gespannt. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu, ich kenne mich hier aus. Ja, Kakariko ist dann links von dem Weg entlang, ne? Kakariko ist das Dorf des Shika-Stammes. Früher einmal sollen sie Maschinen gebaut haben, die sich wie von Geisterhand bewegen konnten. Dadurch waren sie dem damaligen König ein Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da an im ganzen Land verstreut. Wenn du von hier aus den Weg nach Norden folgst, gelangst du zu einer großen Brücke. Die überquerst du und folgst weiter den Weg. Dann kommen bald die Tore von Kakariko in sich. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu. Ja, Hateno wollen wir im Moment nicht, möchte ich jetzt eigentlich eher nicht fragen. Das heißt, erstmal auf Wiedersehen. Auch wenn hier alles wieder wie vorher aussieht, so hat die große Verheerung doch ihre Spuren hinterlassen. Besonders nachts treiben sich hier viele Monster herum. Also sei auf der Hut. Ja, die kennen wir ja schon, die Skelette. Die haben wir schon gesehen, okay. Schauen wir erstmal bei ihm hier. Hey. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund um das Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nö. Nö, wie? Dann erkläre ich es mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fange eines und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Ah, okay. Habe ich auch schon alles vergessen von damals hier. Also 5 Stück konnte man insgesamt besitzen, okay. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Ja, schauen wir mal. Pferde fangen. Gut, ich erkläre es dir gern. Aber im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd anschleichen. Und zwar langsam, damit es einem nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf. Okay. Aber manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Die muss man dann durch Tätscheln beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Also von hinten anschleichen. Und dann rauf irgendwie, okay? Und dann tätscheln irgendwie. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an einen Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn dein Pferd die Richtung wechselt, steuere es sachte in die richtige Richtung und tätschle es. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also beginnen wir noch einmal von vorn. Hi. Willkommen in unserem Stall.
Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption drinne. Also, wie kann ich helfen? Nur erstmal haben wir, ne? Gut. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Also, wenn man ein Pferd gefangen hat, muss man das hier registrieren. Habe ich auch schon teilweise alles wieder vergessen, wie gesagt, von damals. Deswegen passt es, dass wir das Let's Play ja hier im Master-Modus gestartet haben. Um so ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen. Wir haben noch zwei rote Ausrufezeichen, sehe ich gerade. Und hier könnte man anscheinend dann übernachten, genau. You know? Schauen wir mal bei den beiden. Also es geht hier um Randers Schatz. Warte mal, Prissen. Was für ein Schatz. Was hast du denn hier für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allein. Prissen, du quasselst zu viel. Tut mir leid, war keine Absicht. Wir haben hier jedenfalls wichtige Dinge zu bereden, also lass uns in Ruhe. Ich habe euch nur angeschnackt, weil ihr so ein rotes Ausrufezeichen habt, sonst hätte ich euch nicht angeschnackt. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja, übernachten müssen wir eigentlich nicht im Moment. Also die Pferde, wie gesagt, würde ich gerne schauen, aber wo rennen hier welche rum? Hier ist übrigens noch ein Schrein. Müsste man gleich schauen. Hier haben wir auch noch jemanden. Sehr schön, sagt sie. Guten Morgen. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung was das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster herum. Und um Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten- und Monstermaterialien mischt. Das stimmt, also Insekten und Monstermaterialien, ich glaube, muss man dann kochen irgendwie, ne, oder? Sie füllt sich zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze und Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Da muss ich mir ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir etwas von meiner Medizin. Ah, okay. Jetzt haben wir hier sogar die Spurtmedizin erhalten von ihr. Der Spurteffekt stimuliert die Nerven, sodass all deine Bewegungen schneller werden. Sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Ja, auch sehr geil. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Mit Spurtmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vom Monster weglaufen muss. Oder einfach, wenn ich es eilig habe. Eigentlich sogar sehr gut. Sie besteht nur aus Spurtechse und Monstermaterialien. Deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. Oh, nice. Ja, so haben wir zumindest einmal von ihr schon mal bekommen. Jetzt wollte ich eigentlich Apfel nehmen. Ich habe einen von diesen Äpfeln gegessen. Sie sind perfekt gereift. Okay. Das ist auch schon mal gut an. Klau ihr alle. Nehmen wir alle mit. Holzbündel haben wir auch hier und so. ja, schauen wir erstmal hier. Hier sind übrigens auch so das Ziegenböcke. Okay. Auch nice. Aber wo sind hier die Wildpferde? Müssten wir eigentlich hier irgendwo rumrennen, ne? Den Schreiner hinten, wie gesagt, den können wir auch noch gleich machen. Und hier ist noch so ein Hund. Aber der macht gar nichts. Holzpelle, Axt brauche ich im Moment nicht. Hier können wir die Kiste auch kaputt hauen. Ja, somit haben wir hier noch ein paar Äpfel. Wunderschöne Sachen, die wir gerne mitnehmen. Die Hühner kann man nicht schlachten. Können wir auf jeden Fall hochnehmen. Auch nice. Und hat sogar so ein Ei gedroppt hier. Ein frisches Ei, das sich oft von in Vogelnestern und in Baumkronen findet. Das ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Okay.
Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und hab dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Blut was? Wie, das kennst du nicht? Das geht ja nicht an. Hör mir zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Da kann ich mich übrigens auch ganz leicht dran erinnern. Und das ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu beseelt. Das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt? Und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Da weiß ich gar nicht mehr, was genau so ein Blutmond bedeutet. Und das habe ich eigentlich schon teilweise auch alles wieder vergessen in 6 Jahren. Und aber ja, an den Blutmond kann ich mir auf jeden Fall noch so ein bisschen erinnern. Also an diese Nächte, die kommen irgendwie ab und zu. Ich renne immer ein bisschen mit einem Huhn rum. Ich glaube, sonst mehr ist jetzt nichts hier, ne? Ja, könnte man eigentlich schauen, dass man irgendwie so ein Pferd gleich schaut, dass man ein Pferd bekommt. Jetzt haben wir hier die beiden auch noch. Schauen wir mal. Hey, Shibo. Meinst du, der Junge da hat Interesse an Pferden? Ja, Dato. Sieh dir seine Augen an. Er kann gar nicht abwarten, in den Sattel zu kommen. Das sind die Augen von einem, der Pferde so sehr liebt, dass ihm alles andere egal ist. Und was jetzt? Tja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genauer gesagt, willkommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Und wir haben es direkt an deinen Augen gesehen. Du hast nichts als Pferde im Kopf, was? Genau, deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind dir völlig Schnuppe. Und das heißt, bei uns bist du genau richtig und kannst du alles über Pferde fragen. Wir stehen dir mit Rat und Trab zur Seite. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber mein Vater will, dass wir den Spruch sagen. Ah, okay, aber jetzt können wir doch Tipps hier holen bei denen, ne? Also ich kann mich an die beiden hier zum Beispiel auch gar nicht mehr erinnern und so. Wie fängt man sie? Welche sind gut? Wie zähmt man sie? Ich würde sagen, fangen bis wir von den Anschlägen und so. Wie zähmt man sie bis wir auch? Welche sind gut, frage ich mal. Pferde mit farbigen Punkten im Fell nennt man Schecken. Die sind gutmütig und einfach zu zähmen. Okay, also mit Punkten im Fell. Reine Schimmel oder Reppen und andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Dafür haben einfarbige Pferde mehr Ausdauer und laufen schneller. Papa sagte mal, am Anfang ist es eine Plackerei mit den Einfarbigen. Aber wenn sie zahm sind, will man nichts anderes. Papa meint, als Anfänger sollte man zuerst einen Schecken fangen. Könnte man ja versuchen, wenn wir welche sehen gleich irgendwo. Die müssen ja irgendwo hier auf der Koppel rumrennen oder auf der Weide irgendwo in der Nähe, oder? Aber wenn ich mal groß bin, schnappe ich mir sofort einen Einfarbigen. Hast du verstanden? Papa hat uns alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns aus. wie zählt man sie? Das wissen wir halt. Die anderen beiden Fragen hat der eine eben am Schalter schon beantwortet, ne? Weiß Bescheid mal erstmal. Tschüss, komm bald mal bei her. Wieder. Wie her? Okay. Ja, schauen wir mal. Wenn wir ein Pferd haben, gerne. Frage wäre, wo werden die? Die müssen ja irgendwo eigentlich hier rumrennen, oder? Können natürlich gleich mal schauen. Da hinten runter wird es ja nach Kakariko gehen. Und hier vorne ist die Weide. Ich glaube, wir rennen mal kurz hier ein bisschen rum.
Irgendwo müssen die Pferde sein, oder? Dann irgendwo hier, denke ich mal, auf der Koppel hier. Vermute ich zumindest mal. Da hinten ist eins, glaube ich, oder? Mehrere sogar. Oh. Ja, krass. Das ist alles schon 6 Jahre bei mir her, wie gesagt. Kann ich mir auch kaum noch daran erinnern. Auch an das Fangen, aber ich denke mal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Jetzt rennen die weg. Muss man sich da anschleichen? Ich denke mal, ja, ne? Also ich möchte auf jeden Fall ein Pferd haben. Und wenn man das haben, müsste man das beim Stall registrieren. Okay. Aber muss man sich so anschleichen? Ich glaube, ja, ne? Also von hinten anschleichen, sagte er ja. Und dann draufspringen. Und dann tätscheln irgendwie. Ja, lang, lang her bei mir, wie gesagt. Ganze 6 Jahre, wo ich das Game gezockt habe. Mega Highlight gerade. Da oben ist sogar so ein Ziegenbock. So, weggehen. Das eine sehe ich gerade, ist gefleckt hier rechts. So. Müsste einfach zu kriegen sein. Kann man da so rauf? Aufsteigen, ja. Ah, nice. Jetzt tätscheln mit L, sehe ich gerade. Ah, okay. Ich habe ihn. Ich glaube, ja. Ich würde sagen, lieber weiter tätscheln nebenbei. Er lässt sich noch nicht... Ah, jetzt, glaube ich, oder? War auf jeden Fall gerade was zu sehen. Also ich kann ihn auf jeden Fall jetzt ein bisschen lenken, sehe ich gerade. Schauen wir mal, Spuren. Ja, nice. Mein erstes Pferd auf jeden Fall hier. Sehr cool. Ist natürlich gefleckt. Müssen wir auf jeden Fall jetzt, glaube ich, registrieren, ne? Ja, unser allererstes Pferd im Master-Modus auf jeden Fall sehr, sehr geiles Highlight. Ich würde sagen, lieber nochmal ein bisschen tätscheln, der wollte nämlich gerade irgendwie woanders hin. Oha. Dann tätscheln wir lieber noch ein bisschen weiter. Nebenbei. Aber sehr geil. Unser erstes Pferd. Mega, mega episch gerade. Und hier müsste ich dann nur zu ihm nach vorne irgendwo. Also einmal registrieren. Nochmal tätscheln wieder. Moment, wo willst du hin? Wie stoppe ich das Pferd? So ein bisschen nach hinten, ein bisschen langsamer laufen, würde ich sagen. Weiter tätscheln. Mega cool. Da will ich anhalten gerade schon wieder. Auf ZL und sprechen könnte ich so mit ihm. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Ja, wir wollen es auf jeden Fall registrieren. Das heißt, einmal registrieren. Sehr gern. Bitte überprüfe noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Ja, das ist es. Stärke 2, Tempo 2, Ausdauer 2. Das ist auf jeden Fall ruhig. Temperament. Zuneigung haben wir im Moment 39 erreicht. Da kann ich mich auch schon geil mehr richtig dran erinnern. Also die Zuneigung, denke ich mal, kann man bis 100 steigern, oder? Mega cool. Möchtest du dieses Pferd registrieren? Jo, auf jeden Fall. Vielen Dank. Für die Registrierung erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen. Super. Habe ich gar nicht. Ich habe einen Rubin bis jetzt erst. Aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive, in Ordnung. Das heißt, ich kann das jetzt gar nicht registrieren. Ne? Dir fehlen die 20 Rubine für die Gebühr. Tut mir leid, aber ohne Rubine kann ich das Pferd nicht für dich registrieren. Und dann kriegt man auch einen Sattel und so, okay. Pferd abholen, Pferd abgeben. Ja, registrieren kann man nicht. Gibt es noch etwas, wo ich helfen kann? Ja, super. Aber wir haben das erste Pferd zumindest einmal gefangen. Bleibt das dann hier, wenn ich jetzt absteige? Könntest du natürlich weiter erstmal tätscheln und so. Das heißt, 19 Rubine fehlen. Ein einziger Rubin haben wir erst im letzten Part, wenn ich gesammelt. Super. Tätschel das erstmal ein bisschen weiter und schauen sie uns gleich erstmal im Schrein hier rein, oder? Aber geil, da haben wir schon mal den Stall hier entdeckt und können hier auf jeden Fall die Pferde registrieren. Müssen wir schauen, dass wir irgendwie Rubine bekommen. So Tätschel kann man es natürlich ohne Ende noch. Ich würde sagen, wir schauen gleich im Schrein rein, oder?
Weiß auch nicht, ob das Pferd dann weg ist. Wäre eigentlich schade, müssen wir ein neues fangen. Und am besten eigentlich dann, wenn man erst 20 Rubine hat, ne? Wie wir gerade erfahren haben. Das ist der Hayudama-Schrein. Aber ich sehe gerade, den können wir gar nicht betreten, super. Oder? Weil da außenrum so eine Dinger sind. Er möchte gerade nicht weiterlaufen. Was ist das? Hä? Ich hänge gerade mit dem Pferd fest. Ah, okay, jetzt möchte er. Aber geil. Mega Highlight. So, Moment. Ich schau mal kurz. Ne, da kommt man gar nicht rüber, super. Weißt du, den Schrein können wir gar nicht machen. Was da rundherum ist, das Zeug hier, ne? Oder von oben irgendwie reinfliegen, wird das gehen? Da hinten wäre zum Beispiel eine höhere Plattform, aber sonst hochklettern, von oben hier so reinfliegen, das würde, glaube ich, gehen. Das ist jetzt gerade die Frage, soll man das versuchen? Ja, krass, da haben wir zumindest, wie gesagt, das Stall hier und unser Pferd eigentlich. Können das aber leider nicht registrieren, das ist ärgerlich. In dem Schrein müssen wir schauen. Oben hochklettern schaffe ich glaube ich nicht wegen der Ausdauer, oder? Oh. Von der Zeit her, oha. Man kann natürlich den Weg laufen, Richtung Kakariko schon. Frage wäre, wo kriege ich am besten Rubine her? Oder wir schauen hier erstmal ein bisschen rum beim Stall. Und hier werden noch weitere Pferde, übrigens auch sehr schöne mit dabei. Ein paar gefleckte. Können wir noch nicht mal registrieren im Moment, super. Wer ist er da vorne? Schauen wir mal. Ach, die Abendsonne. Das ist nicht der Typ von eben, ne. Der Bugri. Von hier aus ist es zwar nicht mehr so weit bis zum nächsten Stall. Aber warum kaufst du vorher nicht noch schnell was, was deine Ausdauer verbessert? Man kann nie wissen. Übrigens, ich biete hier einiges zu verkaufen an. Tolle Sachen, die ich auf meinen Reisen aufgesammelt habe. Ach, okay. Kaufst du auch an? Schauen wir mal. Aber natürlich kaufe ich auch an. Oh, das ist sehr gut. Dann können wir eigentlich sogar ein bisschen was verticken. Und dann können wir das Pferd auf jeden Fall noch registrieren. Das würde sogar sehr gut passen. Frage wäre, was verticke ich? Die Holzbündel bringen jeweils je 2 Rubine. Äpfel 3. Die auch 3 hier oben, ne? Ich würde sagen, so ein paar Sachen könnte man weghauen. Erstmal zumindest. So ein paar Pilze würde ich sagen hier. Hauen wir mal so 6 davon weg. 18 Rubine, okay. Da haben wir 19, das heißt nur ein Item, würde ich sagen, könnte man verticken. Moment. Er kauft auf jeden Fall alles ab. Ich würde sagen, ein Holzbündel, davon haben wir eh genug. Da haben wir 21 Rubine und können das Pferd registrieren. Und schau noch mal schnell, was für Waren er noch hätte. Das hier ist mein Verkaufsschlager. Zutaten, die die Ausdauer verbessern, sind das A und O für jeden Reisenden. Ach hier, der Ausdauerkäfer, Ausdauerbarsch, Ausdauerlegen, Ausdauerkrabbe. Das wäre dann, krass, aber teuer. Der Ausdauerkäfer, 150 Rubine. Okay, ja, können wir erstmal nichts kaufen? Will ich auch erstmal gar nicht. Ich wollte nur kurz reinschauen. Und jetzt kannst du dich irgendwas gebrauchen, nur. Erstmal nicht. Ich würde sagen, ich möchte auf jeden Fall mein Pferd registrieren. Das heißt direkt zum Stall. Gut, dass er hier gerade lief. Dann können wir das Pferd doch noch registrieren, ne? Mega cool. Dann würde ich sagen, erstmal hier ihn anvisieren da. Nein, irgendwie geht das gerade nicht. Obwohl, ich kann auch absteigen, ne? Stimmt. Steigen wir ab und schauen direkt zu ihm hin.
Ja, da registrieren wir natürlich unser erstes Pferd direkt. Gut, wie gesagt, dass er da gerade lief, der Händler. Und übrigens, Zuneigung haben wir jetzt 84 bei dem Pferd erreicht, da ich jetzt eben nebenbei noch getätschelt habe und so. Ja, auf jeden Fall registrieren. Erstmal zumindest. Und somit Sattel und Zaumzeug sind dann inklusive. Okay. Danke sehr. Und bitte gib einen Namen für dein Pferd an. Oha, wie soll ich das Pferd nennen? Unser erstes Pferd, wie soll ich es nennen? Das ist die Frage gerade. Ich weiß nicht, ob Sebastian noch da ist. Wenn dir der Name einfällt, hau ihn in den Chat. Müsste kurz überlegen. Also Epona gibt es ja allgemein ja in Zelda, ne? Eigentlich in dem Sinne. Aber das erste Pferd, wie nenne ich das? Das ist jetzt ja kein sehr gutes. Es hat auch nur 2 Sterne jeweils pro Kategorie. Lamus, keine Ahnung. Aus Pokémon zum Beispiel fällt mir gerade ein. Aber es ist ja eigentlich recht schnell. Hat aber nur 2 von diesen Ausdauerbalken irgendwie auch. Und 2 Sterne und so. Wie soll ich das nennen? Ich weiß, wie Kupo aus Final Fantasy zum Beispiel hier. Nenn mal Kupo. Oder? Würde ich jetzt sagen, erstmal so als Name. Für das erste Pferd würde ich sagen, passt Kupo. Mach mal Kupo. Mach mal Kupo direkt als erstes Pferd hier, würde ich sagen. Der Name des Pferdes soll also Kupo sein. Ja, ist ruhig, hat jeweils 2 Sterne. Zuneigung um 84, okay. Ja, machen wir Kupo erstmal. Die anderen Pferde kann man schauen, wie man die demnächst dann benennt. Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du diesem Pferd gleich weiterreisen? Nö, erstmal, ja, eigentlich mitnehmen, oder? Okay. Und wenn man natürlich weitere 4 hat, kann man die natürlich hier abgeben. Das ist natürlich auch alles gut zu wissen schon mal. Falls du und dein Pferd unterwegs getrennt werdet, pfeife einfach und dein Pferd kommt zu dir. Okay. Ach stimmt. Das Pfeifen gab es ja auch noch. Pfeife, um dein Pferd herbeizurufen. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kann es dich nicht hören. Okay, das muss man sich merken. Das heißt, wenn das zu weit weg ist, müssen wir direkt mal einen Test machen. Stellen wir uns mal hin. Ja, dann kommt das auf jeden Fall direkt an. Und hier übrigens, der Terry hier. Ja. Läuft hier gerade rum. Nice. Kennt man auch aus den anderen Teilen. Sehr cool. Wo kommt er her? Hallo, ich kann mich nicht erinnern, sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ja, doch, eigentlich schon. In den anderen Teilen, wie gesagt, haben wir ihn schon getroffen. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisen an, zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Da fällt mir gerade Terrys Laden ein aus hier Skyward Sword, wo er oben diesen schwebenden Laden hat. Auch sehr cool. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Erstmal schauen, was er hat. Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. Also Pfeile hätte er, Ausdauerschrecke. Da brauchen wir im Moment alles nicht noch. Spurkröte und ein Octorok-Ballon. Was ist das? Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb. Daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Halte ihn dazu in den Händen und platziere ihn auf dem gewünschten Objekt. Das habe ich auch gar nicht mehr in Erinnerung hier. Das heißt, damit kann man dann Objekte hochfliegen lassen. Okay. Kostet 20 Rubine. Okay. Krass. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern und so. An diesen Ballon hier. Ja, erstmal brauche ich natürlich nichts. Das heißt, wir schauen weiter, oder? Ich danke Ihnen. Kann ich Ihnen noch irgendwie zu Diensten sein? Nö, erstmal lass gut sein. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ja, wie gesagt, jetzt erinnert mich auf jeden Fall gerade an den Laden. Perrys Laden hier in Skyward Sword und so. Ja, er kommt da auch in sämtlichen Teilen vor. Und hier rennt er als Händler rum. Mit seinem riesen Rucksack hier, okay. Und wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue, eigentlich müssen wir Richtung Kakariko, oder? Das heißt, diesen Weg rum. Ja, und haben hier somit unseren ersten Stall und unser erstes Pferd Kupo.
Auf jeden Fall sehr cool. Natürlich auch noch mal ein paar Mal patchen, würde ich sagen. Wir können da schon mal den Weg so ein bisschen reiten, würde ich sagen, oder? Mega, mega cool gerade hier. Ein Highlight natürlich. Patchen müssen wir auch öfters. Wir müssen ab und zu noch ein bisschen links, rechts laufen. Also immer noch ein bisschen patchen nebenbei. Ja, hier auf den ganzen Gebieten, also auf den Wegen und so. Ich würde sagen, erstmal laufen wir auf den Wegen. Schauen natürlich der Story nach und so. Durch die Gebiete kann man natürlich immer noch schauen. Was haben wir hier noch? Eine Abzweigung. Moment, stopp. Was wäre hier noch? Links ist Kakariko, rechts Hateno. Ja, nach Hateno müssen wir eigentlich noch nicht, ne? Also wenn du mal auf die Karte schaue, hier rechts rum, aber dann geht das ins andere Gebiet dann irgendwie. Frage ist übrigens gerade, wie ist das hier mit dem Schrein? Müsste man eigentlich von oben runterfliegen, ne? Wenn man jetzt hier hochklettert oder so und dann da so runter, das wäre natürlich eine Möglichkeit, könnte man eigentlich sogar noch machen eigentlich. Dann müsste ich nur oben hoch irgendwo noch. Der Berg hier vorne muss man schauen. Von hier so da runter. Oder ganz oben drauf hier so am besten. Und dann da so runter. Berg könnte ich ja erstmal hier stehen lassen. Oder erstmal zurückbringen. Oder wie mache ich das gerade? Das bin ich gerade überlegen. Aber ich lasse es erstmal hier gleich stehen. Kletter erstmal irgendwo hoch. Bei den Schreien würde ich schon ganz gerne mitmachen, weil er hier ist beim Stall. Denk mal, da müsste man noch runterfliegen, oder? Ja, Pferd lassen wir erstmal stehen. Oha. Wir haben so noch so einen Ziegenbock. Ich glaube, wenn man die schlachtet, dann kriegt man Wild, oder? Ja, das passt eigentlich. Das heißt, immer schön schlachten die Tiere. Glaub mal eher da oben so hoch und dann könnte man da runterfliegen. Frage ist, komme ich da hoch? Ich würde den Schrein schon ganz gerne mitmachen. Alles, was ich auf dem Weg sehe, wie ich auch schon sagte, auch in den letzten Parts, würde ich sehr gern direkt sogar in Angriff nehmen dann. Ja, ich glaube, das wird nichts, oder? Das ist, glaube ich, zu weit. Wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue, oben. Oha. Von hier vielleicht oben hoch und dann da so runter. Das wäre natürlich eine Möglichkeit von dem Turm. Ja, ich glaube, das wäre nichts mit der Ausdauer hier, oder? Aber sehr geil. Da haben wir in dem Part schon mal den Stall der Zwillingsberge und unser erstes Pferd direkt gekriegt. Sehr geil. Ich sehe gerade, hier können wir laufen. Oh, sehr gut. Das passt. Ja, dann könnte man von hier eigentlich runter. Oder von der Plattform hier vorne. Und sehr viel Erze hier. Nimm mal mit, Steinsalz. Und Opal hier, ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Ja, so Erze würde ich sagen, müsste man am besten immer schön mitnehmen, oder? Wenn wir die schon sehen. Okay, sehr klar, ich könnte die Plattform hier. Da ist übrigens eine Kiste, die ist jetzt runtergefallen. Hau die Gegner mal weg. Da ist auf jeden Fall eine Truhe mit runtergefallen jetzt. Ja, ich schau mal, dass ich erstmal zu dem Schrein hinkomme. Oha. Sollte aber eigentlich klappen. Die Truhe ist jetzt irgendwo da hinten hingefallen, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, aber hat geklappt, okay. Somit würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall den Schrein hier.
Keine Ahnung, ob die Truhe da gleich noch liegt. Wenn wir den abgeschlossen haben, dann schauen wir dahinter noch mal schnell. Ja, da haben wir in dem Part sogar direkt zwei Schreine auch noch mit drin. Schauen wir mal, welche Aufgabe wir hier haben. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Hayudama. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Wegweisendes Wasser haben wir hier. Okay. Wegweisendes Wasser ist die Aufgabe. Da können wir eigentlich mit unserer Eistechnik im Kryo-Modul direkt hier hoch, oder? Wegweisendes Wasser. Müssen wir mal schauen. Ach, da kann man hier auch seitwärts natürlich die Teile platzieren. Und dann eigentlich schnell rauf. Ja, und dann eigentlich hier hoch. Ah, super. Und dann eigentlich hoch und fliegt direkt runter. Ich würde sagen, einmal wegmachen, muss ein bisschen besser an die Wand platziert werden irgendwie. Ein Herz sehe ich gerade nur. Ich denke mal so, oder? Am besten noch ein hier. Wenn das so klappt. Ne, dann müsste man hier oben, Moment. Eigentlich so an der Stelle würde ich jetzt sagen, noch ein hin. Sollte ja auf jeden Fall klappen, okay. Und da ist auf jeden Fall eine Kugel, die wir irgendwie da vorne reinkriegen müssen, ne? Aber schauen wir erstmal hoch. Na, ich glaube, müssen wir sogar. Das heißt, irgendwie von hier irgendwas machen. Die kommt von oben runter. Da vorne ist diese Plattform. Oha. Wegweisendes Wasser heißt die Aufgabe nur. Ich sehe gerade an den Wänden fließt Wasser runter. Da kann ich von hier. Ah, okay. Von hier könnte ich sogar. Okay. Auch direkt das Modul verwenden hier. Müsste ich mal kurz schauen. Also erstmal ein bisschen rumprobieren, studieren, wie man es kennt. Super. Also man kann die Kugel auf jeden Fall so irgendwie darüber kriegen, denke ich mal, oder? Oha. Aber ich denke mal, Dorl an der Ecke ist falsch. Denke mal hier so. Moment. In der Ecke platzieren. Ja, dann fällt die Kugel da runter. Ja. Ah, fast. Okay. Ich würde sagen, dort an der Ecke nochmal eine Plattform setzen. Ja. Und da unten sehe ich gerade direkt. Fällt sie hin irgendwo da, oder? Ja, am besten da dann nochmal. Müsste eigentlich klappen dann. Okay. Eigentlich super easy. Würde ich jetzt sagen. Ja, das heißt, wir können durch. Die Tür öffnet sich. Okay. Ja, das war's schon. Noch nehmen wir eine Kiste, eine Truhe. Nö. Ja, da haben wir den Schrein auf jeden Fall abgeschlossen. Und sogar drei Siegel wieder. Drei Siegel der Bewährung. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Meine Stimme möchte schon wieder versagen, gerade so leicht. Ja, somit drei Siegel in diesem Part.
Ne, zwei Siege. Zwei Schreine haben wir. Einen haben wir im letzten Part noch gemacht, ne? Aber insgesamt drei Siegel haben wir wieder. Ein weiteres, dann können wir ja einen weiteren Herzcontainer holen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, mega cool auf jeden Fall, würde ich sagen an der Stelle. Jetzt muss ich noch schauen, ob draußen die Truhe noch liegt. Ich denke mal nicht, oder? Die muss man doch schon von oben wieder runterholen. Das können wir dann immer noch machen irgendwann. Okay, und draußen sind auch jetzt die Stacheldinger weg. Okay, das passt. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können ganz normal hier so runter. Jetzt mal hochschauen. Ne, die Plattform ist natürlich oben wieder da. Super. Also die Truhe liegt hier unten nicht mehr. Das heißt, müsste man erst wieder hoch und die runterholen. Frage wäre natürlich, was da drin wäre, ne? Ja, ich werde den Part aber auch nicht mehr so lange machen. Wir sind, glaube ich, schon bei der Stunde gleich angekommen. Aber okay, die Truhe oben. Ich würde sagen, die könnte man sich noch schnell holen, oder? Boah, wie sind wir davon hoch von der einen Seite? Ah, okay, nee. Das ist irgendwie so eine riesige Kletterwand, ne? Oh. Ärgerlich. Ich weiß auch nicht, was in der Truhe drin wäre. Wenn wir versuchen, einmal hier hoch. Wenn es mit der Ausdauer klappt. Ja, die von hier irgendwie zu kriegen. Ich weiß auch, ob man hier oben noch laufen kann gleich. Also hier an der Stelle kann man hier stehen, ne, ne? Wenn jetzt hier mal weg mache. Ein bisschen Ausdauer ist aber reingekommen. Ja, passt. Somit aber wieder ein bisschen Ausdauer drin. Ja, ich muss mal schauen. Demnächst kann man natürlich schauen, dass man, wenn man bessere Pferde braucht, dass man natürlich auch bessere Pferde holt. Aber ein Pferd haben wir erstmal. Ich würde sagen, das passt eigentlich. Ja, hier würde ich sagen, lieber kurz loslassen. Stehen bleiben und schnell weiter hoch. Okay, direkt aufgefüllt wieder. Ja, dann holen wir uns auf jeden Fall doch die Truhe. Denk mal, da ist irgendwas Wertvolles drin. Kleine Waffe. Aber das werden wir natürlich gleich sehen dann. Ist die magnetisch? Muss ich mal schauen, ja. Könnte man hier rüberholen? Nein. Und direkt runter. Ich würde sagen, direkt hinterher. Krass. Ich dachte gerade, ich sterbe. Wo ist die Truhe hin? Nein. Nicht wahr, oder? Ach, dauert. Ich wollte gerade sagen, okay. Da ist Truhe ist doch da. Dann einmal rausholen. Und direkt schauen, was ist drin. Soldatenschwert, okay. Immerhin Angriff 14 und Weitwurf hat sie irgendwo. Diese Art Schwert benutzen eines Schlosswachen, okay. Leider Tasche voll im Moment. Moment. Was packe ich weg? Ich würde sagen, hier eins. Hier, das, diese Bockkeule. Die hauen wir mal weg. Und nimm dafür das schöne Soldatenschwert mit, oder? Würde ich jetzt sagen an der Stelle. Das Game macht wieder richtig Laune, muss ich sagen. Jetzt, wo wir hier schon den vierten Part haben, macht mega, mega Laune wieder. Da kriegen wir eigentlich sogar Bock, noch weiter zu zocken. Vor allem auch hier beim Stall. Frage ist, wo ist unser Pferd? Das haben wir eigentlich da hinten abgestellt. Ich sehe es zumindest auf der Karte und kommt sogar gerade, ne? Wenn wir so unten rechts schauen, ja. Pupo kommt angerannt. Müsste eigentlich hier vorne gleich auftauchen dann. Ja, da hinten kommt es schon, okay. Ja, wie gesagt, mega, mega episch. Mit dem Pferd und dem Stall. Den Zwillingsberg ich hier noch. Dann steige ich schon wieder ab, super. Ich wollte gar nicht absteigen, ich wollte eigentlich wieder aufsteigen. Wenn man schaut, der Weg hinten runter. Denk mal hier auf den Wegen, da sind bestimmt auch noch Schreine. Da wäre ja schon immer die Weise. Das werden wir aber wahrscheinlich in diesem Part natürlich nicht mehr schaffen.
Aber am nächsten Part natürlich gerne. Muss aber schauen. Hier rechts, da geht es halt ins neue Gebiet. Da gehen wir natürlich noch nicht hin. Wir sind jetzt ja erst frisch hier eigentlich sogar angekommen in Westnekluder, ne? Aber man könnte den Weg ja schon mal ganz kurz hier so bis dort, würde ich sagen, schon mal schauen. Wo sind wir? Ach hier, genau. Das heißt einmal die Richtung. Mit unserem schönen Kubo. Unser allererstes Pferd im Master-Modus hier. Hat unten auch nur zwei von diesen Dingern da. Womit ich das beschleunigen kann. Ich würde sagen, ab und zu ein bisschen tätscheln. Und hier ist übrigens die Brücke. Die Kakariko-Brücke. Wer war er noch? Wer ist er? Schauen wir mal. Anne See. Brokkola heißt sie. Du hast dich verlaufen, oder? Das ist nicht tragisch. Jeder verläuft sich mal. Der Stall der Zwillingsberge liegt im Süden und hat Tenno im Osten. Hast du nicht eine Karte zur Hand? Werf regelmäßig einen Blick darauf. Dann verlierst du dein Ziel nie aus den Augen. Ach. Gäbe es doch nur eine Karte, die einem den Weg durchs Leben weist. Ja, haben wir. Die haben wir auch so einigermaßen im Auge. Da erzählt uns eigentlich nichts Neues, oder? Aber hinten nach Hatelo müssen wir eh so. Schauen lieber erstmal hier im Busch rum. Ja, zumindest haben wir hier die Hatelo-Brücke schon mal. Und hier direkt Bocklin wieder. Kann nicht sein. Da schießt er auf mich und metzelt mich direkt sogar weg hier, oder wie? Aber das mit dem Schrein ist ja alles gespeichert. Per Zwischenspeicher und so, ne? Dann metzelt er uns direkt weg hier, kann nicht sein. Aber, ach so, okay, hier hat er dazwischen gespeichert. Ich wollte gerade sagen. Ich würde sagen, lieber schnell los, er schießt mich schon wieder, kann nicht sein. Dann metzelt er mich direkt und kriegt mich sogar direkt. Warum ist es hier eigentlich so neblig überall? Es regnet auch noch. Okay. Ja, unten sieht man auch die Wetteranzeige. Es ist übrigens 7:46 Uhr im Game. 7:50 Uhr jetzt. Ich sage, hier rennen wir ein bisschen langsamer, oder? Wollen wir mal kurz schauen auf den Wegen hier. Ach! Wer ist er denn noch hier? Moment. Oho. Oho, der Maronus hier, okay. Kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass er hier steht. Auf dem Weg, hier an dem Weg. Du kannst mich sehen? Ja klar, ich sehe dich. Toll, toll. Ohoho. Es ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasse, die Monster haben sie versteckt. Okay, sie sind hinter den Felsen dort. Oho, ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Oho. Daher bitte ich dich, bitte hole meine Rassel von ihnen zurück. Hey, nice. Die einzig wahren Rassel. Auch sehr cool. Somit neue Aufgabe, neue Nebenaufgabe ist es sogar, glaube ich, ne? Schauen wir mal, ja. Eine der Nebenaufgaben, die einzig wahren Rasseln. Okay, ja, vom DLC, wie gesagt, haben wir im letzten Part auch so einige reingekriegt. Die nehmen wir aber erst noch nicht in Angriff. Die Ex-Aufgaben. Hauptziel natürlich mit Imper und hier die Nebenaufgabe könnte man natürlich im nächsten Part machen. Ich würde sagen, wir machen hier sogar einen Cut an dieser Stelle, machen eine Pause. Ja, sonst wäre der Part natürlich wieder so groß. Wir haben auf jeden Fall den Stall der Zwillingsberge mit drin und unser erstes Pferd, das Kupo. Ich würde sagen, das pfeifen wir sogar noch mal schnell her. Es steht ja hier vorne. Ja, machen hier dann an dieser Stelle, würde ich sagen, im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Unser wunderschönes Pferd, wie gesagt, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, an dieser Stelle machen wir eine, ja, eigentlich einen Cut. Ich würde sagen, für heute auf jeden Fall auch Ende in dem Sinne. Ich denke mal, morgen Abend geht es auf jeden Fall weiter zum Abend. Ja, Pokémon haben wir heute auch noch gemacht. Hat leider ein bisschen zu lange gedauert. Da haben wir ganze zwei Parts so gemacht.
wo ich eigentlich nicht mitgerechnet hätte. Ja, auf jeden Fall morgen auf jeden Fall auch wieder Zelda BOTW, vielleicht auch noch ein anderes Spiel, muss ich schauen. Aber Zelda geht auf jeden Fall jetzt sowieso jeden Tag auf jeden Fall mindestens ein bis zwei Parts pro Tag, bis natürlich Tears of the Kingdom kommt, würde ich sagen, oder? Ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker 86. Ciao.